Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ich mach einfach da weiter, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Das heißt, wir haben Mom das erste Mal besiegt und nun versuchen wir uns an der Womp. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mal mit Lazarus spielen soll oder ob ich vielleicht jetzt erstmal versuchen soll, die anderen Charaktere freizuschalten. Aber ich würde vorschlagen, für den Anfang spielen wir einfach... Das war unnötig. Für den Anfang spielen wir einfach gemütlich und schauen das uns im Nachhinein. Und dann halt im Nachhinein machen wir gezielt auf irgendwelche Items oder Charaktere hin. So, was ich jetzt schauen möchte? Nein, der blinkt nicht beim Rein- und Rausgehen. Warum hat der vorhin geblinkt? Falls die jetzt... Also, dadurch geht das ganze Konzept von... Das war sehr unnötig von mir. Von diesen markierten Steinen kaputt, wenn die jetzt auch noch blinken, sobald man den Raum betritt. Wurden mit Afterbirth keine Bosse eingefügt? Ich meine, wir haben jetzt... Also, es ist jetzt der zweite und ich habe bis jetzt keinen einzigen neuen Boss. Ich weiß jetzt nicht, ob die Afterbirth-Bosse vielleicht erst später verfügbar sind oder ob ich einfach nur, ich sag mal, Pech habe sozusagen. Was ich auch überlegt habe, ob ich vielleicht mal diesen Greed-Mode ausprobieren möchte. Aber ich glaube, ich möchte zumindest, dass wir erstmal... Oh, wie geil. Dass wir jetzt zuerst mal... Moms Heart besiegt haben. Das Pentagramm ist schon mal sehr gut. Direkt an der ersten Ebene. Ich habe die Herzen übrigens bewusst noch nicht eingesammelt für den Fall, dass hier jetzt so ein Super-Challenge-Raum kommt. Aber scheint keiner zu kommen. So, da bin ich jetzt schlau genug, nicht Hals über Kopf reinzurennen. Aber mit den Herzen hier sieht das schon anders aus. Kurz hier alles freiräumen, damit ich da durchgehen kann, ohne mich zu verbrennen. Hallo. Und tschüss. War knapp. Oh, ich weiß noch, ich hatte mal ein Lost One, in dem ich wirklich weit gekommen bin. Ich hatte mit Lost nie Glück. Da bin ich gestorben, weil ich kurz weggeschaut habe, in einen neuen Raum gegangen war. Burning Basement? What the fuck? Okay, das ist krass. Und dann halt einfach volle Kanne in so ein Dings gerannt bin. Burning Basement? In so ein... Ich glaube, es war ein Stachel. Oh nein, die Gegner sind alle auf Steroiden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan, was hier abgeht, aber es sieht cool aus. Dann scheinen das jetzt wohl die neuen Ebenen zu sein. Wir hatten letztes Mal einfach nur entweder Pech, dass keine kamen, oder die Ebenen kommen immer nur dann, wenn man Dings hat. Wenn man mal einmal besiegt hat. Das Herz habe ich nicht eingesammelt, in der Hoffnung, wir können gleich einem Devilbagger vielleicht ein Herz abgeben, damit wir da oben in den Super-Challenge-Raum können. Mir gefällt die Musik. Es mag sein, dass ich mir jetzt nur einrede, aber es kommt mir vor, als hätte man es wieder ein bisschen mehr... Na, warum nicht? Ein bisschen mehr... Dich nehme ich auch mal mit. Catchiger
gemacht. Also das originale Isaac hatte so eine recht catchige Musik, während Rebirth eher so ein bisschen was Ernsteres hatte, fand ich. Und das hier kommt mir jetzt wieder mehr wie Original Isaac vor. Aber vielleicht rede ich mir das gerade auch nur ein. Ich mag zwar Musik, aber ich habe da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Die Musik ist aber cool. Okay, Tornell scheint einen nicht mehr automatisch zu zerstampfen, so, wenn man der Einzige auf dem Bildschirm ist. Autsch. Ich weiß nicht, was genau ich erwartet hatte. Hey, ich hab den brennenden... das brennende Basement gelöscht. Und, auch hier keine neuen Bosse. Jetzt könnte Tornell vielleicht mal stampfen. Das wäre lustig. Und da auf jeden Fall nicht hin. Na gut. Hi. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Zumal wir mit dem Pentagramm ja eine höhere Chance auf Devil Deals haben. Ich überlege, ob ich mir dich mitnehmen soll oder nicht. Ach komm, nehmen wir ihn einfach mit. Ich meine, er ist nicht schlecht. Ein Herz ist jetzt auch nicht so wichtig. Und jetzt können wir wenigstens da oben in den Super-Challenge-Raum rein. Lord of the Pit scheint einem immer noch nur Fliegen zu geben. Keine Ahnung, ich finde für zwei Herzen soll es einem Fliegen und, ja, was weiß ich, einfach einen Speed-Bonus oder so geben. Oder vielleicht ein paar Soul-Hearts. Weil, wenn man es halt mit anderen... Vergleichs mit Spirit of the Night, es gibt einem Fliegen, Transzendenz und transzendente Schüsse. Es sind so drei Items in einem. Was heißt Fliegen und Transzendenz ist das gleiche? Was laber ich da? Egal. Aber es sind halt zwei Items in einem. Während Lord of the Pit wirklich nur Fliegen ist und genauso viel kostet. Finde ich halt, entweder sollte es auf ein Herz runter... gemacht werden, was ich auch nicht möchte, weil dann Fliegen zu einfach zu bekommen ist. Oder man macht es halt, dass es noch irgendeinen anderen Effekt. Ich meine, es muss ja noch nicht mal irgendein Damage oder Tears Up sein, aber einfach ein Speed Up oder ein paar Seelenherzen, so wie Mark oder Pact. Wobei das auch zwei Items sind, die auch ohne diesen Seelenherzen-Bonus geil sind und ihren Preis auf jeden Fall wert sind. Ich bin mir unsicher. So, und ich habe jetzt nicht wirklich gemerkt, was denn diese brennenden Caves für einen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Chariot, okay. Ups. Also ich finde die Idee mit diesen dünnen Räumen interessant. Kann man halt wirklich... Ach, Lard. Eigentlich hasse ich das Item, aber... Ich nehme es sogar mit. Wir können fliegen, das heißt, ein Speeddown ist für uns akzeptabel. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir... Oh, wir haben Scheiße in Scheiße verwandelt. Auch das. Was verwandelt die gar nicht mehr in Scheiße? Das macht sie komplett weg. Oh,
Oh, das ist ja mal cool. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung, worüber ich gerade geredet habe. Ach ja, genau. Und ich muss ja jetzt wieder alle Items einmal einsammeln, damit ich sie da in der Liste habe. Deswegen nehme ich vielleicht auch mal so ein paar Mal Items mit, die ich sonst nicht mitnehme, wie die Bob's Brain zum Beispiel. Ach, das kommt jetzt immer wieder. Es ist eigentlich zwar total nervig, aber ich finde das... Es sieht geil aus. Ach, komm, steh wieder auf, steh wieder auf, steh wieder auf. Der Tornel ist wirklich... Also, der Vorteil, er stampft einen nicht mehr zu Tode, so wie früher. Der Nadel, er stampft auch sonst nichts mehr zu Tode. Ich habe ihn früher nie mitgenommen, weil er scheiße war, aber... Trotzdem, er kommt mir jetzt noch beschissener vor. Ups. Oh, nee, ne? Keine Ahnung, war der Gegner nervig? Ach, der war das, okay. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ach, will ich für den einfach mal die Chariot verschwenden? Ja, der geht eigentlich noch. Man darf halt nur nicht zu langsam sein. Und das sind wir ja irgendwie, obwohl wir den Lad eingesammelt haben. Vielleicht kann es sein, dass Lord of the Pit einem so als... Oh, er war tatsächlich mal gut. So einem als kleinen Bonus dafür, dass er halt so teuer ist, ein Minimum an Speed setzt. Ähnlich wie... Gab's denn nicht, Arius oder so hat das... Nee, der Gaut... Der Ziegenfuß. Der hat, glaube ich, auch einem ein Minimum an Speed gegeben. Okay. Das finde ich interessant. Ups. Gut. Kurzes Feuer ausweihen. Mit Damage steht es bei uns, glaube ich, gerade ganz gut, aber Tiers könnten wir ein paar gebrauchen. Also falls wir gleich einen Devil Deal bekommen, wo vielleicht ein Pact oder so drin ist, wäre das super. Ja, Pact brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß, dafür sollte man die eigentlich nicht verschwenden, aber... Autsch! Ich nehme alles zurück, was ich über den Marmsfoot-Tunnel gesagt habe. Er ist genauso scheiße wie früher. Aua! Das hat wehgetan. Ach ja, da fällt mir gerade ein, noch so ein Beispiel, warum das Necronomicon ein bisschen ge... Was ist das Gegenteil von genervt? Gebufft? Geboostet? Keine Ahnung. Verbessert werden sollte, weil es hat genauso viel Aufladung wie das Flash. Der Unterschied ist, das Flash one-hitted alles. Das Necronomicon macht nur viel Schaden zu allem. Also gut, das Necronomicon kann auch Bosse und Minibosse treffen, aber denen ist das auch scheißegal. So, gib mir was Besseres als den Toner. Willst du mich verarschen? Das ist nicht besser! Komm. Ich tue mir was Gutes für 3 Münzen. Nein, da hätte ich auch gewundert.
Hallo. Cursed Eye. Oh. Ach ja, damit werde ich auch immer teleportiert. Egal. War es nicht irgendwie, ich werde nur teleportiert, wenn ich getroffen werde, während ich den Schuss auflade oder so? Oder während es blinkt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das System hinter diesem Item nie verstanden. Ich habe nur, alles was ich mir gemerkt habe, ist teleportiert mich random. Solche Teleport-Items wären nützlicher, wenn sie einen immer noch in den, Linksraum bringen könnten, aber da können sie ja natürlich nicht mehr hinbringen. In den Kamerum. Das kann, glaube ich, nur noch die Telepille. Telepille und Undefined. So, weil ich nichts Besseres zu tun habe, gehe ich jetzt nochmal zurück und spiele beim Devil Beggar. Nicht Devil Beggar, normalen Beggar. Ein Schlüssel. Oh, ja, ja. Okay, es war eine sehr gute Entscheidung, zurückzugehen. Dich kenne ich nicht. Autsch. Und du gefällst mir auch nicht. Hilfe. Oh. Memories. Wir haben ein neues Item. Wir sind kleiner. Hat sonst noch einen Effekt? Mit dem Cursed Eye kann ich jetzt leider schlecht feststellen, ob wir eine höhere Tierswert oder so haben. Es gibt einen Score. Okay. Fliegen meine Tränen jetzt langsamer? Auch nicht gerade das Beste, aber zumindest besser als Dings. Gott, ey. Okay, das nenne ich eine Challenge. Naja, es geht. Okay, jetzt wird's schwer. Au. Ich hasse das Alter. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum habe ich es mitgenommen? Weil ich nicht mehr wusste, was es war, weil ich das Spiel zu lange nicht mehr gespielt habe. Ah, oh, okay, okay, okay. Das ist geil. Dann nehme ich mir das aber nochmal kurz zurück, dass ich es gleich für irgendeine nervige Phase noch ein letztes Mal benutzen kann. Seid ihr eine nervige Phase? Ihr seid eine nervige Phase. Und warum habe ich das jetzt gewechselt? Tschüss.
Das gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir direkt zum Boss. Wir finden zwar sowieso keinen Dingsraum mehr, weil wir jetzt zu viel Schaden bekommen haben, aber egal. Ich hasse das Item. Vor allem, es bietet einem noch nicht mal Vorteile. Der Charge Shot ist zwar vielleicht gut, aber ist jetzt nicht so viel besser als andere Charge Items. Und es hat dafür einen der krassesten Malus. Ist der Plural für Mali? Einen der krassesten Mali, die ich kenne. 48. Das finde ich einfach viel zu übertrieben. Ich habe diesen Raum eigentlich schon aufgegeben. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja noch. Hätte ich die 48-Hours-Pille für einen Bossraum aufgehoben, hätte ich ihn einfach tot tanken können. Okay, scheint so lange... Also in dem Moment, wenn ich auflade, bevor ich schießen kann, da kann ich teleportiert werden, wenn ich getroffen werde. Das heißt, am besten die ganze Zeit aufgeladen lassen und aufladen, wenn ich weiß, ich bin sicher. Ich bin fast tot. Das ist alles andere als sicher. Wieso kommt jetzt so ein... Ach, egal, ich verstehe es nicht. Komm, gib mir dich her. Dich auch. Leeres Herz brauche ich sowieso nicht. Und dann schauen wir uns jetzt noch den Rest der Ebene an. Also in diesem One werde ich nichts mehr erreichen, das kann ich schon mal sagen. Retrovision, yay! Und weiter geht's. Ich könnte die blauen Feuer sprengen für ein paar Seelenherzen. Mal schauen. Vielleicht mache ich das sogar. High Priestess, ach ja, da fort. Black Bean. Okay. Okay, weiter geht's. Dann gehen wir zurück. Sprengen wir die. Ich bin für jedes Seelenherz, was ich irgendwie bekommen kann, dankbar. Auch... Ach, nein, ich will jetzt nicht all meine Bomben verschwenden.
Da gibt es bessere Sachen, für die ich all meine Bomben verschwenden kann. Also, Mom schaffen wir, glaube ich, noch. Und habe ich bezweifelt, dass wir durch die Worms kommen. Also im Vergleich zu gerade ist die Sonde echt schlecht. Yep, wir schaffen noch nicht mal Mom. Naja. Kann ja mal passieren. Noch mehr Retrovision. Es ist zwar total scheiße eigentlich, aber ich finde es lustig, deswegen mache ich das immer wieder. Sorry. Und mal ganz ehrlich, das ist unser geringstes Problem in diesem Run. Uhu. Dich kenne ich noch gar nicht. Du bist ein neues Item. Okay, okay, okay. Erstmal 8 Münzen auftreiben. Wir sind auf der Mom eben, oder? Okay, dann... Erstmal umsehen und 8 Münzen auftreiben. Aha. Ihr könnt nicht fliegen. Warum habe ich das aufgenommen? So ist die Chance, dass wir in den Super Challenge Raum können, noch geringer. Apropos in den Raum können, da ist doch bestimmt der Geheimraum, oder? Nein? Okay. Oh. Okay, das ist schon mal gut. Dann legen wir da eine. Autsch. Machen wir Minus und Plus. Legen trotzdem hier noch eine. Scheiß Begleiter. Okay, wir können zumindest uns gleich das Item mitnehmen, was ich nicht kenne. Da es ja scheinbar ein Map-Item ist, wird es mir zwar nichts mehr nützen, weil ich sowieso gleich tot bin, aber... Das nützt mir jetzt auch nichts mehr. So. Ich schau da unten in den... Klappe Windows 10. Kann man diese ganzen Nachrichten irgendwie abstellen? Das ist so das, was ich am nervigsten finde, seit ich auf Windows 10 abgedatet habe. Es waren ständig so bidibidim, bidibidim, alle 5 Minuten irgendeine Nachricht ins Gesicht geklatscht bekommt. Ernsthaft? Wie gesagt, ich habe diesen Mann eigentlich schon aufgegeben. Store Upgrade. So, apropos Store, bevor ich jetzt hier mein ganzes Geld verbrauche.
Sackhead. Temperance brauche ich nicht. Judgment. Nützt mir eigentlich auch nichts, rückblickend gesehen. Es ist doch... Ich bin geradeaus durch, aber okay. Na gut, na gut, na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.